Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Die Macht um 8, die Alternative, die kritische Sendung zum Nachrichtenmonster Tagesschau. Meine Damen und Herren, manchmal mag man es nicht glauben. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind eigentlich durch ihre Staatsverträge zur Objektivität verpflichtet. Das ist grundgesetzbasiert. Das wäre auch ganz gut, wenn es so wäre. Aber die Tagesschau arbeitet konsequent an einem Feindbild. Die Feindbilder sind in den Staatsverträgen der öffentlich-rechtlichen Sender nicht vorgesehen. Es ist kein Zwang oder sowas. Ja? Sie machen es trotzdem. Und zwar nehmen Sie ein Feindbild, das sozusagen die Deutschen seit Hitler begleitet. Es ist immer der böse Russe. Der böse, böse Russe. Meine Damen und Herren, sagen Sie mir mal, sind Sie persönlich schon mal von den Russen bedroht worden? Hat Ihnen der Russe, das Land Russland, die Menschen dort, haben die Ihnen irgendwann mal was getan? Gibt es einen Grund anzunehmen, dass Sie das demnächst tun werden? Also, ich gestatte mal, auf mein Alter anzuspielen. Ich lebe ja schon länger und ewig wird mir erzählt, bald kommt der Russe, es ist alles ganz schrecklich. Und der Russe kommt nicht. Ich habe die Russen kennengelernt als sehr friedliche, sehr angenehme Menschen. Unterschiedlich wie bei uns auch. Manche mag man auch nicht. Aber ich habe noch nie erlebt, in all diesen Jahrzehnten, die ich in diesem Land lebe und wo mir erzählt wird, der Russe kommt gleich, dass sie uns angegriffen haben. Aber die Tagesschau, wie andere Medien in Deutschland, konditionieren uns. Zeichnen ein Feindbild. Der Russe ist böse, der macht immer ganz schreckliche Sachen. Und bald kommt er. Mein Gott. Früher hieß er uns der Ivan. Wenn der Ivan kommt. Wer weiß. Er kam aber nie. Aber die Nachrichten der Tagesschau sind so, dass sie uns konstruieren wollen, dass sie einen Feind konstruieren wollen, dass sie uns konditionieren wollen, bitte um Entschuldigung wegen des Versprechers. Davor warnen wir, und zwar mit diesem Warndreieck bei der jeweiligen bestimmten Meldung. Wir warnen vor solchen Meldungen, weil Löcher in den Nachrichten machen Löcher im Kopf. Und wir bitten Sie, daran mitzuarbeiten. Sie haben uns schon eine Reihe Mails geschickt, die Mailadresse ist eingeblendet, in denen Sie darauf hinweisen, dass es mal wieder Meldungen sind, die einen Warndreieck brauchen. Bitte arbeiten Sie weiter dran. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die mit dem Feindbild arbeitet, und zwar in einer Art und Weise, und jetzt müssen die Kollegen, die hier im Studio sind, aufpassen, dass ich nicht wieder aus der Tüte springe. Ja? Es ist nicht zu glauben. Es ist eine sogenannte Journalistin, und die heißt Sylvia Stöber. Die macht eine Meldung über Julian Assange. Und ich will hier mal erinnern, Julian Assange ist ein tapferer, kluger Journalist, der sozusagen mit seinen Enthüllungen uns gewarnt hat vor Geheimdiensten, vor dunklen Aktivitäten. Und der wegen dieser Enthüllungen jetzt in England im Gefängnis sitzt und darauf wartet, in die USA ausgeliefert zu werden vielleicht. Und in den USA, meine Damen und Herren, wartet ein Todesurteil auf ihn. Das ist Frau Stöber, dieser angeblichen Journalistin. Völlig gleich. Das ist sicher völlig gleich. Voll Hass einer schlechten Journalistin auf einen guten Journalisten. Voll Hass fällt sie über diesen Assange her und verbreitet ihn zu einem Teil des antirussischen Feindbildes. Ich werde das beweisen. Da heißt die Überschrift US-Wahlkampf 2016. Welche Rolle spielte Assange? Und ich will mal gleich darauf aufmerksam machen, es gibt keinen Anlass für die Meldung. Es gibt nichts Neues. Es gibt kein neues Faktum. Man muss die Meldung überhaupt nicht machen, nach allen Kriterien, die Journalismus bedeutet. Aber Frau Stöber macht sie und die Tagesschau-Redaktion lässt sich darauf ein. Sie meldet aus heiterem Himmel irgendwas über Assange, nur weil er sich so gut anbietet, am antirussischen Feindbild zu stricken. Und diese, ich sage es in die Kamera klar und deutlich,
diese Drecksjournalistin, diese ärmliche Gehirnakrobatin, Dame Stöber, wagt es, den tapferen, mutigen Assange in ihren Dreck zu ziehen. Und natürlich lebt eine solche Meldung nur vom Konjunktiv, weil Beweise für die Zusammenarbeit von Assange und Russland gibt es nicht. Aber man strickt daran, man strickt daran. Und es geht um den US-Ermittler Müller, der vor einem Kongress vielleicht aussagt, vielleicht auch nicht, ein Anlass von vielleicht und gar nicht oder nicht. Oder wir werden sehen. Und dann dürfte, sagt Frau Schöber, wenn er denn aussagt, heißt der Konjunktiv, dürfte es auch um die Rolle von Julian Assange gehen, den WikiLeaks-Chef. Sehen Sie, so dünn ist es, was da als Nachricht daherkommt. Kein Beweis, kein gar nichts, kein Anlass. Aber es wird schon mal behauptet, Assange hätte schon früh Verbindungen zu russischen Institutionen. So geht das. Auch hier natürlich kein Beweis, kein bisschen. Aber man sagt schon mal, der hat ja irgendwelche Verbindungen zu russischen Institutionen und macht ihn sozusagen damit zu einem feindlichen Agenten. Erstens wird unterstellt, dass sie glauben, die Russen sind unsere Feinde. Das sind sie natürlich nicht. Sie sind nicht genuin unsere Feinde. Sie sind Nachbarn. Vielleicht nicht die nettesten Nachbarn. Aber man muss nicht alle seine Nachbarn leiden können und trotzdem muss man sie nicht permanent verleumden, oder? So. Und dem wird unterstellt, er hätte Verbindungen zu russischen Institutionen. Merken Sie, worum es geht? Assange ist ein Feind, weil er etwas enthüllt, was Frau Stöber nie enthüllen würde. Weil sie zu blöde ist, sowas zu finden. Oder weil sie zu feige ist, es dann zu sagen. Aber Assange wird verleumdet. Und dann wird er noch sozusagen als eine Art russischer Agent gebrandmarkt. Und Sie müssen sich, Mann, Sie müssen sich mal die sogenannte Beweisführung ansehen, die Frau Stöber hier abliefert und wo die Redaktion, auch die Chefredaktion dieser Tagesschau, die eigentlich objektiv sein sollte, hätte eingreifen müssen, spätestens jetzt. Da wird gesagt, Assange hätte dem Whistleblower Edward Snowden eine Ausreise aus Hongkong empfohlen und danach nach Moskau zu fliegen und zu fliehen übrigens auch. Sie mal ehrlich gesagt, ich würde Assange wünschen, er wäre in Moskau. Ich würde es ihm wünschen. Ähnlich wie Snowden. Da sind sie beide relativ sicher vor der US-Justiz, von der wir wissen, dass sie mit Todesurteilen sehr schnell dabei ist. Wegen nichts, wegen Enthüllungen droht dort ein Todesurteil. Aber das alles will die Tagesschau nicht erzählen. Sie will verleumden unseren Nachbarn Russland und Julian Assange, der nichts anderes gemacht hat, als enthüllt das, was ein Journalist machen sollte. Es ist der Hass einer schlechten Journalistin, einer hundsmiserablen Redaktion voller mittelmäßiger Journalisten in Hamburg, der Hass auf einen guten Journalisten, der solche Meldungen treibt. Er muss einen Warndreieck her. Weil kaputte Meldungen, hasserfüllte Meldungen, machen hasserfüllte Köpfe, zeichnen Feindbilder. Und wir brauchen keine Feindbilder. Wir brauchen keinen Hass in den Köpfen. Wir brauchen ein ruhiges, objektives, nüchternes Nachdenken und Betrachten unserer Nachbarn. Und dafür brauchen wir auch gute Nachrichten. Und deshalb warnen wir vor solchen Nachrichten und bitten Sie unter der eingegebenen Mailadresse, uns zu sagen, wenn Sie sowas mal wieder sehen bei der Tagesschau, uns zu mailen. Doch sehen Sie mal, es sind ja nur ein paar Tage, die ich hier beobachte. Und der Hass geht weiter. Und zwar mit genau der nächsten Meldung. Da wird gesagt, Kreml-Kritiker in Klinik, Gift in die Zelle von Nawalny. Sehen Sie, dieser Herr Nawalny ist anscheinend von Beruf aus Kreml-Kritiker. Jedenfalls wird er mir und Ihnen immer so vorgestellt. Ich weiß nicht, was das für ein merkwürdiger Beruf ist, Kreml-Kritiker. Bin ich Bundesregierungskritiker? Ja, natürlich, klar. Wird mir das als Beruf attestiert? Kann ich darauf Rente kriegen oder was? Also jedenfalls, Herr Nawalny ist ein russischer Nationalist. Ich finde eine ziemlich üble Type, aber er wird zum Helden der westlichen Medien gemacht, weil er tatsächlich dann und wann mal den Kreml kritisiert. Klar. Welche Regierung wäre kritikfrei? Die russische sicherlich auch nicht.
Aber wer ist denn das eigentlich? Das ist jemand, der vor einiger Zeit gesagt hat, er ist für die Deportation von zersetzenden Elementen. Sie müssen sich den Sprach, ich zitiere Herrn Nawalny wörtlich, Sie müssen sich den Sprachgebrauch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zersetzende Elemente. Das ist ein Sprachgebrauch der Nazis. Zersetzende Elemente. Aber solch ein kritischer Held wird munter im Öffentlich-Rechtlichen zitiert und er wird als Beweis dafür genommen, dass er ein böser, dass der Russe ein böser Feind ist. Und dem Mann wird angeblich Gift in die Zelle geschmuggelt. Gift ist ein Stichwort. Der heimtückische Feind verwendet immer Gift. Das ist aus jedem Märchen bekannt, von der bösen Schwiegermutter schon. Das ist die urälteste Verleumdung überhaupt. Der Feind setzt Gift ein. Schlimmer geht's nicht. Sehen Sie? Und dann müssen Sie sich mal angucken, was, ich raff das manchmal nicht, was die Tagesschau denn als Beweisführung anführt. Und dann wird die Hausärztin zitiert und sie sagt, nach Angaben seiner Hausärztin sei möglicherweise Gift in seine Zelle geschmuggelt worden. Das müssen Sie mal wegtun. Möglicherweise. Ein elender Konjunktiv, Beweise null, aber Verleumdung 400%. So geht es. So geht es, wenn man ein Feindbild zeichnen will. So geht es, wenn man, das sage ich mit Bedacht, im Kalten Krieg den Heißen vorbereitet. Der Feind ist böse. Er verwendet Gift. Da sagen wir, ja, auch diese Meldung verdient ein Warndreieck. Da sagen wir, ja, senden Sie uns Meldungen ein unter der eingeblendeten Mailadresse, die solche Tendenzen aufweisen. Wir sind noch nicht mit dem Gift zu Ende. Wir machen diesmal eine Art Giftsendung. Wir öffnen den Giftschrank der ARD. Wir öffnen den Giftschrank der Tagesschau. Da heißt nämlich die nächste Meldung in der Überschrift: Fall Skripal. GRU-Agent soll Anschlag koordiniert haben. Jetzt muss ich ein bisschen was erklären. Also dieser Fall Skripal ist 1,5 Jahre alt. Die bisherigen Kronzeugen hießen Theresa May und irgendwelche anderen Leute aus der britischen Elite. Also unglaubwürdig, wie sonst was. Theresa May, ja? Unglaubwürdig, ne? Sind wir uns doch einig. Nur die Tagesschau begreift das nicht. Der begreift nicht, dass die britische Regierung im Verein mit der US-Regierung zum Verleumden angetreten ist. Also deshalb wird sie faktisch zitiert weitergegeben. Also Skripal, die GRU-Agent, also der russische Geheimdienst, soll einen Anschlag auf die Skripals, Sie erinnern sich, vor 1,5 Jahren, die Vater und Tochter Skripal hatten tatsächlich wohl einen Giftanschlag erleben müssen. Das soll also die GRU gemacht werden, also der russische Geheimdienst. Bleiben wir mal beim Geheimdienst. Geheimdienste sind keine Kindergärten. Geheimdienste sind keineswegs nette Leute au fond. Geheimdienste haben einen Job, sie arbeiten für ihr Land, mehr oder minder gut. Und es gibt sie überall, natürlich auch bei uns. Ich glaube nicht, dass der russische Geheimdienst irgendwie netter oder höflicher oder sowas ähnliches ist als der unsere. Aber wenn ich einem Geheimdienst einen Giftanschlag anhänge, dann wäre es für einen Journalisten relativ sinnvoll, liebe Kollegen in Hamburg, wenn ihr einen Funken von Beweis anführen würdet, einen Funken, ein Minimum. Die Kollegen haben nichts. Sie haben nichts am Beweis, gar nichts. Weil der Feind ist böse und böse Leute vergiften. Und das muss gesagt werden, darum geht es und um nichts anderes. Aber es geht weiter mit dem Gift. Es ist nicht zu glauben. Da sagen irgendwelche Recherchen von Bellingcat, einer sehr dubiosen Firma in Großbritannien, dass das, wie der Giftanschlag abgelaufen sei, deutet darauf hin, dass dies ein gängiges Einsatzmuster des GRU, also des russischen Geheimdienstes sei. Da deutet irgendwas hin. Da wird mit einem langen Finger auf einen bösen Feind gedeutet. Und diese unredliche, schlampige, unprofessionelle Redaktion der Tagesschau gibt es einfach mal weiter. Das glaubst du nicht, oder? Das hältst du wirklich, also
Ich, manchmal fehlen mir einfach die Worte. Ich bitte Sie, die Sie jetzt gerade diese, die sich dieses Video anschauen, ich bitte Sie, uns darauf aufmerksam zu machen, wenn Sendungen wie diese, wenn Meldungen wie diese mal wieder einen Warndreieck verdienen. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ich bin dafür sehr dankbar. Und da wir bei Gift sind, gehen wir zur nächsten Giftgas. Nein, Giftschrankmeldung. Und immer noch geht es um den Fall Skripal. Das Ding ist abgelatscht. Also es ist, die Journalisten untereinander nennen sowas einen toten Hund oder einen toten Gaul. Hier wird ein toter Nachrichtengaul endgültig zu Tode geritten. Es ist, der lebt schon gar nicht mehr. Diese Nachricht ist wirklich so tot wie sonst was. Wenn man schon Theresa May als Zeugin nehmen muss, das mussten sie bisher. Und jetzt sagt die Tagesschau mal wieder, ich weiß nicht, zum wievielten Mal, Fall Skripal, neue US-Sanktionen gegen Russland. Sieh mal, wenn man Sanktionen gegen jemanden ausspricht, dann hat er irgendwas Böses getan. Und die USA finden die Russen grundsätzlich böse, weil das sind Konkurrenten, sind ihre internationalen Konkurrenten. Auf dem Energiesektor, auf dem Rüstungssektor, überall sind es Konkurrenten. Und die Tagesschau ist so völlig bescheuert, einen Konkurrenten sozusagen, die Nachricht eines Konkurrenten gegen einen Konkurrenten weiterzugeben, ohne das Verhältnis zu erwähnen, das die beiden haben. Also Zweifel anzumelden, ob denn der Konkurrent, wenn er Sanktionen ausspricht, das halbwegs redlich meinen kann, ob er einen Beweis hat. Auch hier gibt es natürlich wieder keinen Beweis. Wieder gibt es die Worte wollen, sollen. Es gibt nichts, was sozusagen auch nur in die Nähe eines Beweises kommt, aber man erzählt von Sanktionen und tut so, als ob die berechtigt seien. Deshalb kennzeichnen wir auch diese Meldung mit einem Warndreieck, denn kaputte Meldungen machen Löcher im Kopf. Meine Damen und Herren, die Tagesschau hat eine Website und auf der melden sich Zuschauer der Tagesschau selbst, manchmal, sehr häufig übrigens, mit Einwänden, mit Fragen. Und ich will mal einen dieser Zuschauer zitieren. Da ist der Tagesschau-Zuschauer Google, der sagt, die USA haben im Irak über 1 Million Tote zu verschulden. Wo bleiben da die Sanktionen? Sehen Sie, meine Damen und Herren, ein Zuschauer, Herr Google, denkt nach und sagt, sag mal, da war doch was. Die USA haben doch dort im Irak, in Libyen und überall auf der Welt Tote verursacht, werden aber nicht mit Sanktionen überzogen. Also er stellt sich eine normale, aber auch sehr kluge Frage. Diese kluge Frage kann sich die Tagesschau-Redaktion offenkundig nicht stellen. Wo bleiben die Sanktionen gegen die USA? Was ist das Verhältnis? Ein angeblicher Giftanschlag gegen Millionen Tote im Irak, Libyen und sonst wo? Das fragt ein normaler Tagesschau-Zuschauer. Und diese hochgebildete, hochbezahlte, unendlich kluge Tagesschau-Redaktion stellt sich diese Frage nicht. Deshalb kommen solche Scheißmeldungen auf den Tisch. Deshalb. Meine Damen und Herren, auch wir haben jede Menge kluge Zuschauer, die uns mailen. Die Mailadresse ist eingeblendet. Und ich bin darüber sehr froh. Wir sind dankbar, wir alle, wir die Crew der Sendung Macht um 8, der Videosendung der Macht um 8. Die Crew heißt die Regie, die Kameraleute, der Schnitt, die Organisatoren. Wir alle sind sehr froh, dass sie mitarbeiten, weil das hilft uns, mit diesem Nachrichtenmonster besser umzugehen. Nochmals meinen herzlichen Dank. Also jedenfalls Zuschauer melden sich, da ist Manuela Schulz und sagt zur letzten Sendung, die Apothekenumschau, die wir dort zitiert hatten, als Weitergabeinstrument der Tagesschau-Meldung, ist die Bravo für über 60-Jährige. Frau Schulz, jawohl, so ist es. Alexander Wrublecka schreibt uns, sehr schöne, zur letzten Sendung, sehr schöne und wichtige Sendung mit Wohlfühlcharakter durch Ihre, er meint mich, oh, danke schön, Herr Wrublecka, durch Ihre angenehme Darstellung. Einfach eine klasse Sendung, danke. Wir bedanken uns. Ich sage nochmal, ich freue mich, wenn ich gelobt werde. Aber es gilt natürlich der ganzen Crew. Alle Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, machen das Produkt, das Sie sehen. Rolf Ehlers schreibt,
Ausgabe Nummer 31, der Macht um 8, so gut wie lange nicht. Er meint die letzte Videoausgabe und ich freue mich, dass er das gut findet. Wir arbeiten daran, mit Ihrer Hilfe mindestens den Standard zu halten, wenn nicht sogar besser zu werden. Und zuletzt von den Zuschauern, die uns schreiben, Rolf Ehlers. Ihre klugen, sprachlich-semantischen Analysen erinnern mich ein wenig an Viktor Klemperers Tagebücher. Sehr wichtige Aufklärungsarbeit in Zeiten eines grassierenden Neusprechs. Herr Schäfer, herzlichen Dank. Wir freuen uns über dieses große, große Kompliment und sagen, wir werden ein bisschen rot, weil mit Viktor Klemperer, diesem sehr klugen Analytiker der Nazisprache, können wir uns natürlich nicht vergleichen. Aber wir freuen uns über dieses Lob und ja, wir machen weiter mit Ihrer Hilfe. Machen wir weiter. Wir wollen die Tagesschau entlarven als das, was sie ist. Ein Nachrichtenmonster, das durchaus auch vernünftige, korrekte Meldungen hat, das aber in einer Haupttendenz Feindbilder malt und unredlich und unsauber und, ich sag's klar, unprofessionell mit Nachrichten umgeht. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben. Ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie uns schreiben, dass Sie uns mailen. Wir machen weiter mit Ihrer Hilfe. Wir sehen uns also wieder. Bis bald. Ihre Macht um 8.